Wild Rift zurück, Let's Play Horizon Zero Dawn. Also dann Zeit die Mörder und Zeit für Nerds und Mörder zu erledigen. So, dann schaue ich jetzt abtrennen kann. Falsche Richtung. Ja, jetzt will ich doch ein bisschen wischen. Beste Energie, wenn es gleich draußen ist. Ja. Umgelaufen. Ja, die Brücken. Was wert. Ja, ist der Ende der Flaschen verfahren. Okay, schnell weiter. Also gute. Ah. Schwäche, alles. Okay. Was ist damit? Auch alles, okay. Thank you.
das läuft doch. Okay, hier ist diese Beute, die er sich umträgt, mit Präzisionspfeil angreifen muss. Komm schon. Ja. Okay.
Oh shit. Erwischt. Hier bin ich ja cool, weil das ja eigentlich die Schwäche von dem Körper von diesem Ding. Ah, stimmt mich ja, Feuer. Nein, Eis ist eine Schwäche. Okay, ich habe keinen Bogen mit Eispfeilen. Na, was ich eine Eisfein habe. Gelaufen. Am besten für das Ding zu, am besten für das Eis und Zitat der Schwachstellen. Aber ich glaube, ich jetzt lieber auf etwas leicht. Ich glaube, ich habe die Familie jetzt noch einmal, auf die spiele ich jetzt gerade.
mir auch immer entgegen. Weil die Ähnlichkeit der ja auch kein Ordnung zu angreifen. Das ist ein Hier, das ist ein Körbe. Das war mir nicht falsch ansammeln sollen. Hätte, hätte, Schad, hätte. Die gute alte Spruch. Mal kurz Thank you.
Okay, wie ich jetzt verlieren, wenn ich zuerst mal schau mir das rein sammeln und dann fällt euch in den Kämpfen. Gelaufen. Schon perfekt. Der Schatten ist hier erwischen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht feige, aber immerhin kann ich zu wenig, aber ich kann das klappen.
nicht auf mich verkaufen. Ja! Es geht doch. Die Mörderklaue. Umnak hatte recht damit, dass du zäh bist. Sehr, wenn ich unbesiegbar. Also, ich hatte jetzt, glaube ich, wieder eine Schatzkiste, oder? Ich hätte durchsuchen sollen. Warum komme ich immer in solchen Dingen immer jetzt zu spät? Okay, zurück jetzt mal. Und beim Händler eindeutig wieder mehr. Eindeutig die ganzen Pfeile ersetzen. Also wieder die Kriege voll machen halt. Und da schaue ich nur, was für ein Tier ich da brauche. Ich glaube, ich bin es ein Eulenknochen. Wenn ich mich da erinnere. Hier lieber mal nachschauen. Mich mal. Nee. Ich bräuchte dann die Eulenknochen und Metallscherben. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue, erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund... Mein Häuptling. Er wäre froh, dass andere nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Nur zu, gib all deine Scherben für schicke Waffen aus. Ohne Talent nützen sie dir ebenso viel wie Kaja-Seide. Ein groß. Also, okay. Ist wie eine Maschine zusammengesetzt und jeder Teil von ihm hat eine bestimmte Rolle. So. Okay, jetzt wird schon mal so. Keine Glauglanz. Munition.
Mensch, da hören wir was ein. Das würde ich gerne müssen, also ich will ja Heimat verkaufen. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten Ausschau. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit, schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamp zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brunnen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brunnen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Tja, Jakob war leer. So, Mensch, ich habe ja noch eine Nebenquest. Ein bemerkenswerter Kram.
Ich bin selber mit Ruhe zu reden, aber erst einmal sollte ich vielleicht mal auf dem Meer wieder Heiltränken sammeln. Und dir vorher vielleicht auch Heiltränken kaufen. Dieser Schiene, ich habe, komme ich einfach mal, weil ich loswerden will. So. Auf Suria. Okay, weiter geht's. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist, aber nein, nicht unwissend, ich... Willst du dich bedanken, Uria? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schafften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch tausend eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur... Das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht.
Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Oria. Danke. Was finden wir da oben, Oria? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Verstanden. Ich bin hier. Also wir sollen jetzt ein Video machen, im nächsten Video schauen, dass wir homekommen. Also dann das nächste Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ach ja. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr dann nach oben freuen. Über Abonnieren und Kommentare. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.